der letzten Saison sind sie nicht nur aufgestiegen, sondern konnten auch den Titel feiern. Ja, es war eine wirklich gute Spielzeit und sie starten mit viel Selbstbewusstsein in Liga 9. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie werden Schussversuch! Guter Versuch, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Und nur Mascherano. Jetzt Di Maria. Jetzt Neymar am Ball. Nun Ferrati. Matuidi. Sie werden es jetzt mit der Abseitsfalle. Cavani! Klasse aufgepasst vom Torwart. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Und das war verdammt knapp. Richtig gute Möglichkeit. Wirklich eine klasse Szene. Ecken können sie, das haben sie hier mal wieder gezeigt. Ibrahimovic. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ganz stark abgeblockt. Und Rakitic. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Thiago Motta. Er nimmt ein volles Risiko, aber kein Tor. Gute Möglichkeit, auch super eingeleitet mit dem Pass. Und nun Cavani. Ibrahimovic am Ball. Di Maria! Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Jetzt haben sie den Ball. Abseits von Neymar. Nun Matuidi. Ibrahimovic. Und Rakitic. Jetzt Thiago Motta. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt ein Schuss. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Es fehlt einfach die Konzentration. Thiago Motta am Ball. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Und Barcelona hat den Ball. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Messi. Jetzt Messi, er könnte abspielen. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Barcelona. Nun Busquets. Nun Matuidi. Jetzt Di Maria. Der Ball geht knapp drüber. Iniesta. Mit ihrer Passsicherheit. Luis Suarez. Den Ball hält er gut. Er steht gut und hat den Ball. Aurier. Und jetzt Ferrati. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Messi jetzt. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Sergio Busquets. Wird das eine Torchance? Matuidi. Und er schießt. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke.
Barcelona kommt nicht so richtig in Schwung bisher. Zu harmlos das Ganze. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Sie stellen hinten ein bisschen um und wollen nun vermehrt die Abseitsfalle als Teammittel einsetzen. Vielleicht wird es so für die Gastmannschaft ja schwieriger durchzukommen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt Busquets. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Di Maria am Ball. Jetzt holt er sich den Ball. Iniesta. Aurier. Iniesta. Einwurf für Barcelona. Der Ball im Aus. Und schon ist der Ball weg. Matuidi. Und Ferrati. Das war einfach. Und er hat den Ball. Das gibt Freistoß gegen PSG. Rakitic. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt die Gelegenheit. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Rakitic jetzt. Und nur Matuidi. Da passt er auf und geht dazwischen. Neymar am Ball. Null. Und damit rollt der Ball wieder. Barca am Ball. Der Freistoß, klare Sache. Iniesta. Messi und der Torhüter ganz sicher. Und Cavani. Jetzt das Zuspiel auf Di Maria. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Schöner Freistoß war das. Sehen wir hier noch mal eine Wiederholung. Technisch einwandfrei und da hat er ein wenig Pech, dass der Ball knapp vorbeigeht. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Nicht gut vom Verteidiger. Der Ball soll Ibrahimovic erreichen. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt Jordi Alba. Jetzt Neymar am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Barcelona. Jetzt Jordi Alba. Sie gehen ins Risiko. In ihrem Heimspiel setzen sie jetzt auf die Abseitsfalle. Ja, das ist wirklich nicht ohne Risiko, aber vielleicht geht es ja gut. Super gemacht mit der Hacke. Souverän, er hat den Ball. Jetzt Ferrati. Und das macht er schlecht. Da der Spieler. Super Timing. Den Ball holt er sich. Suarez.
Rakitic. Das gibt Einwurf. Rakitic jetzt. Iniesta. Jordi Alba. Da hat der Torwart gar kein Problem. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Freistoß für Paris. Da werden sie zurückgepfiffen, Foul gegen Paris entschieden. Schiri zeigt in Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ivan Rakitic. Super gelöst, den Ball hat er. Di Maria. Er steht gut und hat den Ball. Matuidi. Ball bei Jordi Alba. Suarez. Schuss von Neymar. Der geht genau auf den Torhüter. Sie werden es jetzt mit der Abseitsfalle versuchen. Ja, und da ist das Timing wichtig. Einmal nicht richtig aufgepasst, dann ist der Angreifer durch. Darauf muss das Heimteam aufpassen. Ibrahimovic. So, hier haben wir eine Einblendung. Zeigt uns die Ballbesitzstatistik, Buschi. Da hätten wir die Zahlen gar nicht gebraucht. Man kann ja auch so sehen, dass es hier sehr ausgeglichen zugeht. Nun Jordi Alba. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt Barca am Ball, es gibt Einwurf. Ball bei Jordi Alba. Iniesta. Das ist jetzt seine Chance. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie... Neymar! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Klasse Aktion des Keepers und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckstoß. Und die Maria. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Busquets jetzt. Der Ball geht zu Leo Messi. Das müsste es sein. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Luis Suarez. Maria. Guter Einsatz. Piqué könnte da an den Ball kommen. Mit diesem Eckball könnten sie es schaffen und doch noch in Führung gehen. Thiago Silva. Dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. In der Tat. Und das war auch noch so richtig knapp. Starker Einsatz hier von Bravo. Und er schießt. Und jetzt hat er den Ball sicher. Nun Jordi Alba. Fällt jetzt das Tor. Und die Situation geklärt. Und nun Jordi Alba.
Di Maria. Der Ball kommt. Der weite Ball auf Ibrahimovic. Wichtig, den Ball hat er sicher. Und der Schiedsrichter pfeift diese torlose Partie ab.